Einen schönen Sonntagabend wünsche ich Ihnen. Willkommen bei Salzburg heute. Ex-Kriminalpolizist malt zur Eigentherapie. Einige Kriminalbeamte in Stadt und Land Salzburg betreiben als Hobbymaler eine Art Eigentherapie. Sie versuchen mit Hilfe von Farben und Pinsel die belastenden Bilder auszuradieren, die sich ins Gedächtnis eingebrannt haben. Bilder von Verbrechen, Bilder von Leichen, Bilder von verzweifelten Angehörigen. Hans Reichel war einer der führenden Kriminalbeamten des Landes. Renate Lachinger hat sich seine Bilder in der Bachschmiede in Wallsitzenheim angesehen. Hans Reichel als Maler und Hans Reichel als ehemaliger Hauptsachbereichsleiter für Kapitalverbrechen bei der Gendarmerie, wo er auch bei Bränden ermittelt hat. Diese Zeit ist längst vorbei, doch viele Bilder gehen Hans Reichel auch in der Pension nicht mehr aus dem Kopf. Früher haben wir die leidigen Sachen, sehr leidige Sachen, immer wieder bearbeiten müssen. Ich war sehr oft in der Gerichtsmedizin auch, weil wir auch bei dieser Gruppe die Selbstmorde mit dabei gehabt haben. Ich bin kein Künstler, sondern ich betrachte mich nicht als Künstler, sondern ich male aus diesen Gründen, die ich jetzt geschildert habe, für meine Seele. Beruhigende Motive sollen helfen, die belastenden Erlebnisse zu vergessen. In seinem Feriendomizil in Teneriffa tobt sich Hans Reichel mit Farben und Pinsel aus. Ich habe mir in Eigentherapie eigentlich eine Ebene geschaffen. Das möchte ich betonen. Und ich versuche, das so zu bringen, dass man das auch versteht. Selbst wenn es heute draußen regnet, scheint für den Reichel Hans die Sonne. Eine Ausstellung in der Bachschmiede in Wals, mit der Hans Reichel die Besucher zu eigener Kreativität ermutigen will.